Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Fiesta Online. Heute begrüße ich euch auf meinem Drachen. Ja, wie ihr vielleicht hier im Invi sehen könnt, habe ich mir meine Äpfel besorgt. Deswegen stehe ich hier auch schon bei Bran, um die Quest endlich zu beenden. Damit jetzt die Quest auch endlich fertig. Es war ja die Quest, die mich jetzt lange aufgehalten hat. Einfach aus dem Grund, dass ich einfach die Äpfel nicht hatte. Und ich habe ja in dem hohen Bereich immer Pech gehabt, deswegen bin ich schnell in den Wald der Gezeiten. Habe dann nur 4 oder 5 Hölzer gekloppt und hatte meine Äpfel zusammen. Daher jetzt die Äpfel auch erledigt und auch die Quest erledigt. Ihr seht es, mittlerweile 66%. Natürlich versuche ich weiterhin nicht zu recken irgendwie, damit ich natürlich auch weiterhin die Prozente hier mir einhamstern kann. Jetzt habe ich gerade mal einen Black Screen. So, jetzt geht's wieder. So, jetzt bin ich auf dem Weg ins verborgene Gefängnis, erste Etage, um dort einfach auch mal die Questen abzuschließen, die ich da noch offen habe. Denn auf kurz oder lang müsste ich die sowieso mal machen. Nur jetzt gibt es wenigstens noch die XP dafür und später leider ja nicht mehr. Klar, ich habe auch die WDH, aber bis Level 70 kann man soweit alles mittlerweile problemlos fertig machen. So, jetzt hier natürlich aufpassen bei den Karazian-Soldaten und Templern und Erztempler. Die ziehen ja ganz gut hier noch HP ab. So, hat geklappt, gut vorbeigekommen. Da kommt der nächste Karazian. Und einmal hier rein. Zack. Dann gucken wir natürlich direkt mal, wo müssen wir hin. So, Rattenmenschen brauche ich. Die sind hier unten. Beziehungsweise laut Map sind die hier. Dann die Findlinge sind auch hier auf dem Weg hoch. Aber hier unten sind dann die Juwelenwächter. Ups, den habe ich jetzt ganz cool übersehen. So, Seelenstäube brauche ich. Alte, trübe, glänzende und einen strahlenden. Da habe ich mich auch schon geärgert, weil eben, glaube ich, ist ja ein strahlender gedroppt. Aber hier kommen glänzende plus trübe. Je nachdem, welcher Mob es ist. Deswegen hoffen, dass hier direkt viele strahlende, also nicht nur strahlende, sondern alle halt droppen. Aber es dann hoffentlich auch die Seelenstäube sind. So, das sind die Juwelenwächter, die kleinen, die brauche ich nicht. Ich werde jetzt trotzdem mal einen killen. Gut, die gehen auch. So, in Level 76 Fledi, zack. Also die haben wir ja schon mehrfach hier gekillt. Die werden uns nicht vor größere Probleme eigentlich stellen. Hier die Mobs. Vielleicht nachher dann die Noxe noch, aber die werden wir auch noch irgendwie gekillt bekommen. So, hier wieder die Fledi. Zack. Auch down. Es sind ja alles XP. Ihr seht es hier unten rechts. Und warum nicht die XP mitnehmen? Jeder XP ist ja Gold wert. Wie ich es immer so schön sage. Denn so kann man nur leveln. Und so kriegt man wenigstens die paar XP zusammen. Vielleicht auch nochmal die ein oder andere Karte. Jetzt hier natürlich von den kleinen verfluchten Schwertern nicht mehr. Dafür sind wir schon zu hoch vom Level. Aber von den anderen Mobs, wo uns auch noch vielleicht die ein oder andere Karte fehlt, kriegen wir somit auch noch zusammen. So, wieder eine Fledi down. Und dann wird hier nach und nach gekillt. Können wir hier noch das kleine Verfluchte einfach mal machen. Und ein Glänzender. Den will ich natürlich haben. So, ihr seht es, 2 von 10 Glänzende. Gut, die alten werde ich mir sehr wahrscheinlich kaufen müssen. Die werden hier nicht mehr droppen. So, der Buff läuft noch. Dann hier kurz die Ork-Jäger. Vielleicht gibt es da auch noch den einen oder anderen Staub von einem Orkjäger. Natürlich wäre es da auch schön, wenn es direkt die Seelenstäube wären.
Und zack. Karte nehme ich natürlich dankend mit. Denn jetzt habe ich ja auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Gleichzeitig direkt mal die Karte jetzt öffnen, um zu entscheiden, behalten, nicht behalten. So ist der Org. Ich glaube, den habe ich aber schon. Ja, den habe ich schon. Daher Müll. Zack, ein festes Leder brauche ich nicht. So, hier den letzten Org. Hopp, komm. Zack, down. So, von hier brauchen wir auch eigentlich nichts mehr. Ah, und das ist der Nox-Kapitän. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Der Nox-Kapitän, für den man natürlich immer so lange braucht, da er auch ganz gut HP abzieht, dieser Penner. Aber komm, kipp um, down. So, ich werde jetzt hier auch einfach mal die Inkubusse mitkillen. Vielleicht auch noch für die ein oder andere Karte, die ich noch nicht habe vom Inkubus. Keine Karte, okay. Ja, das war es dann auch schon wieder mit den Inkubussen. Weil jetzt wird sich einfach hier nur noch nach vorne gekämpft, dass wir hier durchkommen. So, hier in den nächsten Nox nochmal. Damit der Nox auch down. Den Kapitän, den lasse ich natürlich stehen. So, hier den Aschun, den werde ich mal machen. Und da ist dann auch schon wieder der nächste. Ja, der nächste Aschun hier. Und gucken, ob ich hier vielleicht so an den Edite komme. Ja, hat geklappt. So, den haben wir erfolgreich stunnen können. Erstmal. So, zack. Also er sollte uns hier eigentlich jetzt nicht mehr down kriegen. Mittlerweile. So, komm, kipp um. Sauber. Hat geklappt. Ja, die hat jetzt hier schön gewartet. Die Karte nehme ich mir mal mit. Mal gerade schauen, wo wir lang müssen. Hier runter. Ja, Nox-Kapitän. Ich muss, ob ich will oder nicht. Augen zu und durch. Einmal Stun hat auch geklappt, der Stun. Allerdings, ihr seht, ich ziehe dem nicht wirklich was. Wenigstens ein Miss. Und schön wäre, wenn er jetzt mal umfällt. Dankeschön. Geisterstaub brauche ich nicht. Den Seelenstaub brauche ich nur. Ja, komm, hier. Den nächsten Inkubus mal machen. Auch geklappt mit dem Stun. Immer ein paar Hits, wo ich keinen Schaden bekomme. Aber Hauptsache ist, dass ich hier die Kills endlich voll kriege von den Elite-Kämpfer. Komm, kipp um. Zack, dankeschön. Wow, und schon wieder Nox-Kapitän. Natürlich die Nox-Kapitäne immer sehr scheiße zu killen, da man immer so lange dafür braucht. Ja, und wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen da runter. Ja, und ein Seelenstaub. Sehr gut. Wieder einer weniger zum Kaufen. Ja, die Hellgoldene, die stellt uns auch nicht vor größere Probleme, aber Stun war trotzdem mal. So, der nächste Inkubus. Gut, der war erstmal One-Hit. Der nächste Nox hier. Und dann auch hier wieder den nächsten Nox. Zack, zack. Auch wieder ein glänzender Seelenstaub. Wieder sehr geil. Ja, hier sind ein paar Findlinge. Würde ich sagen, machen wir die doch einfach mal mit. Denn wir brauchen von denen ja noch 100 Kills. Und wenigstens einen Seelenrubin. Gut, von denen brauchen wir jetzt hier eigentlich so gar nicht. Deswegen kann ich die hier einfach mal langkiten.
Butsch. Und Flutsch. Einmal zurück, bitte. Ja, die ersten kippen um. So. Ungeöffnete und eine Seelenkette nehmen wir einfach mal mit. Der Schrott können wir also wegschmeißen. Dann jetzt gerade hier mal der Azubi. Gleich einmal gucken, ob wir die Karten schon haben oder nicht. Der Ashon, ich glaube, die habe ich aber alle schon. Und Vergeltung der Ratte. So, gucken wir mal. Der Azubi, den habe ich. Müll, Vergeltung der Ratte habe ich auch schon. Und den Ashon, den habe ich auch schon. So, sehr gut. Damit kommen wir jetzt dem Geschehen auf jeden Fall etwas näher. Ich werde jetzt hier so laufen, dass ich die Funkenhunde mitmache, halt für die Karte. Vielleicht habe ich ja Glück, dass der ein oder andere mir eine droppt. Ich glaube, es war auch weniger, dass die mir eine Karte droppen, aber wer nicht killt, denn ich weiß, ob die was gedroppt hätten oder nicht. So, dann kommen wir hier jetzt eigentlich relativ problemlos vorbei. Ja. Keine Probleme. Und dann haben wir jetzt hier die Juwelenwächter. Die Karte habe ich ja auch noch nicht vom Juwelenwächter. Da brauche ich 30 Kills und 15 Drops. Komm, kebum. Zack. Danke für deine Seele und für den Staub. Ja, vielleicht brauche ich keins derzeit. Deswegen kann ich das getrost liegen lassen. Und da kommt auch schon der nächste. So, dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ja, und ein Helm für einen Krieger. Eine blutige Nagelkette und ein Drop. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Also, diesmal ist der Part etwas spannender als der letzte Part. Der letzte Part war ja relativ einseitig. Hier werde ich natürlich versuchen, mir auf jeden Fall diese Quest fertig zu kriegen. Und ihr seht, es geht hier Schlag auf schon wieder. Komm, gib mir auch einen Drop. Danke. Ah, ich bin vergiftet, ihr seht es. Und eine Karte und ein Drop. Sehr nice. Uiuiui, da war ich sehr weit runter von den HP. Ein zähes Fleisch, okay. Geht natürlich jetzt etwas in die Steine, da ich diesen blöden Blutungsschaden schon wieder habe. Zack, aber immerhin geht es hier mit den Drops relativ gut vorwärts. Ein festes Leder, schade, dass keine Karte droppt von den Funkenhunden. Ja, glänzende Stäube sind schön, aber nicht die Stäube, die ich brauche, droppen. Edelsteinstaub brauche ich nicht. Geisterstaub brauche ich nicht. Gehen wir mal hier rum zu den Funkenhunden. Werde ich auf jeden Fall hier mitkillen und hoffen, dass eine Karte droppt. Nur ohne Lizenz teilweise echt schwer. Eine Geisterfrucht. Zack, wieder eine Seele gedroppt. Sehr geil. So, 9 von 15 Seelen jetzt schon zusammen. 10 von 15 nach 15 Kills. Das ist doch mal was. In 2 Minuten geht der Blutungsschaden noch.
Ja, wieder keine Karte. Also die Karten von den Funkenhunden echt schwer. Obwohl die in meinem Levelbereich sind, droppen die Karten saumäßig schlecht. Und aber immerhin die verrückte Seele. So, komm. Ab zum Funkenhund. Und ein intakter Knochen. Toll. Was will ich denn mit einem intakten Knochen? Gib mir doch lieber eine Karte, du blöder Funkenhund. So, komm, den Stun war jetzt einmal ganz kurz. So, sehr gut. Zack. Und wieder eine verrückte Seele. 13 von 15 Seelen. Und wieder nur ein Leder. Ah, eigentlich traurig, dass sie so beschissen droppen, die Karten bei den Funkenhunden. Immerhin droppen die verrückten Seelen sehr gut. Weil ich da gleich echt nur noch die Kills brauche. Boah, jetzt habe ich gedacht, eine Karte, aber war dann doch nur die blöde Uru-Rolle. So, noch eine Minute diesen blöden Blutungsschaden. So, die Seelen damit jetzt voll. Edelsteinstaub kann ich nicht gebrauchen. So, hier den nächsten verrückten Juwelenwächter da. So, zur HP-Wiederherstellung brauche ich nicht. Die Hunde werde ich, wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, mitkillen. So, einmal Stun. Super. Und zack, down ist er. Noch 5 Kills. Und auch wieder nur ein Fleisch gedroppt. Eigentlich schade. Mana-Trank nehme ich auch gerne an mich. Aber finde es ein bisschen schade, dass hier keine Karten droppen, so von den Funkenhunden. Hätte mich echt gefreut, wenigstens eine zu haben. So, gestunt direkt. Und dann ziehen wir uns den Hund nochmal nach vorne. Brauchen ja nur noch 3 Kills. Und eine Karte. Eine Karte vom Funkenhund. Sehr geil. Immerhin eine Karte vom Funkenhund jetzt bekommen. Dann hier den nächsten Juwelenwächter. So, mein Blutungsschaden ist rum. Wir hoffen, dass der auch nicht wiederkommt. So, noch 2 Kills vom Juwelenwächter. So, leider keine Karte. Aber eine Karte ist gedroppt vom Funkenhund. Das freut mich gerade echt tierisch, dass eine Karte gedroppt ist. Und zack. So, den Stun bei uns. Und dann kämpfen wir uns wieder bis nach draußen jetzt vor. Ihr seht es, hier sind wieder 2 Juwelenwächter gespawnt. Ich versuche mal so weit wie möglich rechts zu laufen. Ja, klappt. Wunderbar. Und auch nur ein zähes Fleisch. So, jetzt dürfen wir uns hier wieder nach unten kämpfen. Denn wir brauchen ja noch mehr von hier. Und wieder eine Karte. Ah, vom Juwelenwächter. Zack. So, die Juwelenwächter brauchen ein paar Sekunden länger zum Spawn als der Funkenhund. So. Jetzt ab zum Funkenhund. Zack, ein festes Leder nur gedroppt. So, hier komm. Kipp um. Einen glänzenden Seelenstaub. Wieder sehr geil. Weil somit kriege ich meine Stäube voll. Und jetzt müssen wir aufpassen. So, raus hier. Raus hier und hoffen, dass uns jetzt keiner verfolgt. So, den Aschum, warum ich den nicht weggeschmissen habe, kann ich nicht beantworten. So, Stärke 38, der 76er Helm. Die Kette aus in Con. Behalten wir einfach mal. Na komm, wir machen einfach mal aus.
Just for fun jetzt hier den. So, Juwelenwächer, der Funkenhund. Auf die Karte bin ich jetzt echt gespannt. Die Donnerbestie 2. Sehr geil, dass ich die Karte jetzt dann schon habe. So, der hat 6 Sterne, 5 Sterne. So, ah, habe ich schon den Juwelenwächer. Okay, dann kann ich die Karten wegschmeißen. Und die Donnerbestie 2, neue Karte, wird registriert. So, damit halt die nächste Quest, die hier drinnen noch auch ist, fertig erstmal. Müssen wir jetzt gleich mal gucken, ob es da eine weiterführende gibt. So, machen wir hier nochmal den Funkenhund. Nur ein Silberbarren, schade. Da kann ich so nicht abgeben. Immerhin gibt die ganz gut XP. Und dann brauchen wir jetzt von hier eigentlich nur noch die Findlinge, wenn man danach geht, und 5 Rattenmenschen. Da versuche ich jetzt auch mal gekonnt vorbeizulaufen. Den werde ich killen müssen. Sauber. Hat geklappt. Ja, den Inkubus natürlich werde ich den auch jetzt hier auf dem Weg natürlich machen. Gibt aber nur einen Mana-Trank. So, dann gucken wir mal. Hier links rein sollen wohl die Rattenmenschen sein. Ja, da kommt ein Aschon angerannt. Ja, da ist ein Rattenmensch. So, den ziehen wir uns hier mal ein bisschen raus. Sauber. Das heißt natürlich, bei den Rattenmenschen muss ich ein bisschen aufpassen, weil der mir auch ganz gut was zimmern kann. Ihr seht es gerade. Also da gehen jetzt wieder viele, viele Tränke drauf. Und Steine natürlich. Und eine Karte, okay. Die Findlinge können wir natürlich später machen. Uiuiui, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass da der Nox gespawnt ist. Denn ich will hier auch ungern den Nox-Kapitän mitnehmen. Kann sich gerne mal umdrehen, dieser blöde Nox-Kapitän. Ja, sehr gut. Können wir nämlich hier versuchen, dran vorbeizulaufen. Gut, die Fledi mache ich gerne, aber nicht diesen blöden Nox-Kapitän. Sauber. Nehmen wir hier wieder den Inkubus noch mit. Zack. Ja, da hinten steht ein Rattenmensch-Elite drin, ne? So. Komm, kipp um. Du kannst eh nix. Versuchen wir uns hin. Also ihr seht es, ich versuche gerade mich irgendwie am Leben zu halten gegen die zwei Viecher. Hat aber auch geklappt, ihr seht es. Rattenmensch down. Ja, den Nox, den könnte ich machen. Den habe ich ja auch relativ zügig down mittlerweile. Gibt auch einen Seelenstaub als Dankeschön. So, machen wir hier noch den Inkubus. Ah, wieder ein Seelenstaub, den will ich auch noch versuchen zu kriegen irgendwie. Ja, klappt.
So, hat auch geklappt. Dann versuche ich noch hier den Rattenmensch Elite zu kriegen. Ja, klappt. So. Komm, kipp um, du blöder Elite. Sauber, hat geklappt. Also ihr seht, wenn man sich ein bisschen hier hinsetzt und ein bisschen killt, ist es eigentlich problemlos, irgendwie was zu machen. Na komm, hier den Nox, den können wir auch nochmal killen. Zack. Schnappen wir uns noch wieder den Inkubus. Ah, schade, keine Karte. Ich warte jetzt hier, bis die Rattenmenschen wieder gespawnt sind, die zwei Stück. Einen Lebenstrank nehme ich auch gerne an mich. Komm, zack. Aschon, 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 nur Aschone derzeit. Und seht mal, was da ist. Eine Schatzkiste. Wie komme ich da hin? Dafür müsste ich jetzt hier unten rein. Und ich werde es wagen. Weil da stehen auch noch die Rattenmenschen. Und jede Menge Findlinge. Machen wir erstmal gerade den Inkubus down. So, und jetzt der Nox-Kapitän. Stun hat funktioniert. Und da ist der Stun weg. Und jetzt heißt es wieder aufpassen. Jetzt geht es hier wieder um Leben und Tod im Grunde. Und komm, kipp um. Zack. Sauber. Hat geklappt. Nächster Inkubus. Zack. Und zack, eine Karte nehme ich gerne an mich. Die hellgoldene Fledermaus. Es geht mir jetzt eigentlich mehr darum, einfach mal nach hinten zu kommen. Um da auch ein bisschen hier die Findlinge zu killen. Hier stehen ja jede Menge Findlinge. Denn hier die Seelenrubine brauche ich von den Findlingen. Und auch natürlich diese ganzen Kills. Und wenn ich wenigstens schon mal die Drops so weit zusammen habe. Silbererze. Und die Schatzkiste steht da drin, ne? Die werde ich versuchen, mir irgendwie einzuhamstern, die Schatzkiste. Da in der Ecke steht sie. Ihr seht sie vielleicht. Zack. Zack. Ein Seelenrubin, sehr gut. Wieder ein Seelenrubin. Zack. Werden wir hier versuchen, die Neiderseele zu killen. Zack, zack. Na gut, wir müssen jetzt erstmal hier die Fledi machen. Uiuiui, die hat mir aber jetzt ganz gut gezogen. Und down. Sauber. Einmal Schatzkiste auf. Uru-Rolle, Sandige. Gut, das nehme ich alles mit. Dann können wir hier eigentlich schon wieder auch so weit weggehen. Aber hier die Findlinge nehme ich noch mit. Da brauche ich nicht nur 100 Kills, sondern auch diese blöden Drops. 14 Kills habe ich mittlerweile. 6 Drops.
So. Nächster Seelenrubin. Versuche ich hier den noch mal rauszulocken. Was auch gelingt. Wieder ein Seelenrubin. 8 von 20. Ja, hier stehen Neiders mit drin. Zack, wieder ein Seelen. Ah, jetzt habe ich die Neiderseele angegriffen. Scheiße. Geht aber. So. Nächster Findling. Nächster Rubin. Damit auch. Ja, komm, hier die Findlinge können wir auch noch mitnehmen. Wieder ein Seelenrubin. Und zack, wieder ein Seelenrubin. Wieder gut. 12 von 20 Rubine. Jetzt müssen wir hier natürlich wieder ein bisschen aufpassen, denn der Nox ist natürlich wieder da, der Nox-Kapitän. Aber wir konnten wenigstens ein bisschen was machen hier in diesem Part jetzt. Ja, konnte ich wieder stunnen. Wieder sehr gut. Das heißt, wieder aufpassen. Je nachdem, wie viel er zieht, ihr seht es, er zieht extrem viel, dieser blöde Ratten-Ritter-Scheißer da. Komm, kipp um, zack, sauber. Versuchen wir uns jetzt wieder hier nach vorne zu kämpfen. Na gut, ich muss die Fledis stunnen, weil die auch einfach zu viel zieht. Ihr seht es. Ah, oh, das war knapp. So, eine Albi-Rolle. Wenn der sich natürlich jetzt umdrehen würde, wäre es sehr gut. Jetzt sind beide aber so blöd am Stehen, dass man die automatisch ziehen würde. Wenn wenigstens der Nox-Kapitän sich umdrehen würde. Ja, jetzt. Jetzt die Chance nutzen. Ja, die Fledi ist okay. Die kann ich hier auf den Weg machen. So. Einmal Stun hat auch nicht geklappt. Hat nicht geklappt, der Stun. Und zack. Das hat allerdings geklappt. Denn bevor ich jetzt hier den Part auch beende, will ich den letzten Rattenmensch da Elite noch machen. Der steht ja hier. Ah, und dann kommt da diese blöde Fledi noch gespawnt. Ah, ich hatte den Rattenmensch da gerade im Visier. Da ist er. Ich muss vorher aber die Aschone down kriegen. Dann ziehe ich die ganzen Aschone wieder mit und das möchte ich ja wieder nicht. So, den letzten Rattenmensch, den machen wir jetzt noch. Jetzt sollte ich ihn auch problemlos da rausgelockt bekommen. Ja, klappt. Zack und stun. Danke. Hat geklappt, wieder zu stunnen. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Der Rattenmensch, der ist so dumm. Der lässt sich jedes Mal aufs Neue killen. Zack und zack, komm, kipp um, sauber. Hat geklappt, jetzt können wir uns hier in Sicherheit bringen. Dafür porte ich mich nach Uruga. Denn hier sind die meisten Questen doch nicht zum Abgeben, okay? Hab gedacht. So, dann gucken wir hier einfach mal. Aber hier sind wir wenigstens etwas sicherer. Bei Shutia und bei Kies. Dann gehen wir noch zusammen, würde ich sagen, jetzt nach Elderine. Währenddessen mache ich gerade mal nochmal die Karten auf. Vergeltung der Ratte. Und der Findling müsste ich alle schon haben. Ja, habe ich alles. Müll und Müll und Müll. Dann ab nach Elderine zu Shuti. Da laufe ich gerade mal zu Fuß.
Stärke, Guess Int, also auch Müll, also alles Müll, was ich hier aufgehoben habe. Die ganzen Ketten, da ist meine Kette mit Stärke aus Int die bessere. Hier auch, aus 3 Int 5, okay, kann ich auch nicht gebrauchen. Ja, Rollen, Uru-Rolle kann ich hier nicht mit drauf stapeln. Albi-Rolle und nochmal sandige Rolle. Gut. Jetzt gehe ich mal gerade aufs Reittier, damit es einen Ticken schneller geht. So, wir haben 67% und jetzt haben wir 74, also brachte nicht wirklich viel. Und 80% brachte also auch nicht wirklich viel. Dafür wieder mentale und so bekommen. Okay. Ja, im nächsten Part schauen wir dann, was wir machen. Ich denke, dann geht es wieder in die alten Elfenwälder. Denn da brauche ich ja wieder die Energie des Elfenbaums, da die Findlinge, die Echsenmänner und was dazu gehört. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao.